ein bisschen mehr freischneiden können. Ja. Das teilweise schleift es ja an den. Ja. Ja, kann ich echt machen. Thank you.
300 Meter weiter fängt es gleich mal wieder an.
Vertrauen scheint sie nicht zu haben.
Zwecke, die DRE-Leute. Ja, da ist so eine kleine Bankbrücke. Und die Videokamera und alle Fotos online.
Ja, gewonnen.
Etwas zu dieser Region. Ja, genau. Einmal da. Was war das erst für eine. Diese Bremsung? Ja, genau. Ja, das ist. Nee, das war nicht die Musik. Da hat wohl der Lotse zu spät Bescheid gesagt, hat übrigens viel geschnappt vorne. Und dann kommt jetzt nicht abrupt bremsen, weil die Schranken noch nicht runter waren an dem Einfahrtsstand. Ach so. Das war das Einzige. Dankeschön. Und bin wieder da. Okay. Alles klar, jetzt gibt es erstmal einen Stempel und auf der Rückfahrt reißen wir dann den kleinen Zettel dann ab. Wie hoch ist denn die Sprenggeschwindigkeit jetzt von uns überhaupt? 50 oder 60 oder wie sieht ursprünglich war das Ding mal für 60 ausgelegt, genau. Die erreichen wir aber nicht mehr überall. Aber eigentlich ist es 60. Immer noch, ja. Ja. Wir haben jetzt nur natürlich, das Problem ist auch, dass die Sachgemeinden nicht die Bahn übergänge korrekt freigestellt haben. Die Strecke waren nie stillgelegt, sie waren nur gesperrt. Das Verpflichtung wäre dann eigentlich nicht erloschen. Wir haben aber die Möglichkeit, das ist nicht Aufgabe der Bahn, das ist Aufgabe der Straßenbahn. Mhm. Und da das nicht überall erfolgt, ist es sehr langsam den Bahn verstärkt. Ja. Also, alles klar. Und hier? Ja, da vorne? Ah, schon. Okay, super. Alles weg. Ja, komm mal. Das ist doch schön. Dann ist das gut. Genau. Erstaunlich für die Einzelnen.
wenn wir zurückfahren, dann Oma, ist da unten im großen Fest. Ja, ja. Es gibt Fahrzeuge. Da gibt es bestimmt was zu essen. Ja, ja.